Weißt du, was mir auffällt? Ich sag so oft Digga. 90% von den Videos nur Digge, 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 Digge. Aber das ist halt der Lifestyle auch. So. Hier sind wir in Saas Fee angekommen. Bitteschön. Ja, lange Anreise. Jetzt warten wir aufs Taxi. Dann geht's auf Stube und dann 6 Tage lang da oben rumheizen. Snowboard Cross. Riden, Rock'n'Roll. Ich helfe nicht arbeiten. Ich habe einen neuen Rucksack. Und in meinen Rucksack an. Von Blackroll habe ich den bekommen. Vielen, vielen Dank. Und wenn du mir noch einmal so reinredest. Ach, lass mich doch in Ruhe. Gar niemand schaut sich diese Scheiße an. Es ist für dich, Basti. Du dumme Hurensnäpfe. Keine Ahnung. Was ist momentan? Das ist nicht so ein Scheiß. Von Vlog von einem Volltrottel, wie es jeder schon gemacht hat. Braucht keiner. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen Mobi machen. Ich bin ganz verspannt von der ganzen Fahrt. Lachst du denn so? Geht's eigentlich noch? Ich gebe mir Mühe, in meiner sportlichen Karriere voranzukommen. Jetzt habe ich die ganze Übung verpasst. Weißt du, was ich mich frage? Wie du dich einfach selber ernst nehmen kannst. Ich mich? Ja. Wieso? Ja, Wechsel vergessen. Ich verpasse ja, mach mal weg jetzt, ich muss mich konzentrieren. Yoga ist ja auch was für. Yoga ist ja auch was fürs Gehirn, weißt du? Aber das ist jetzt noch eine wichtige Übung für meine Schulter, weil als mir hier der Katheter reingesetzt wurde, war mein ganzer Arm taub. Und seitdem ist mein Nerv immer ein bisschen beleidigt und jetzt muss ich immer den Stretch, den Next Stretch machen. Nein, oder? Weil es so windig ist hier in Saas Fee. Aber erster Tag, erstmal Gondellicht gefahren. Jetzt ist es 12 Uhr. Wir waren ungefähr eine Fahrt fahren. Mann! Aber es ist trotzdem witzig. Aber kurz. Mir ist so kalt. Schönen guten Morgen! Hier aus dem wunderschönen Saas Fee. Heute Tag 3. Gestern Down Day. Ging nix. Schlechtes Wetter. Heute ein bisschen Wind. Aber wir fahren hoch und schauen uns das Ganze an. Komm mit. Lass uns nie unterkriegen. Der hat den Rucksack vergessen. Lass uns doch vielleicht unterkriegen. Jetzt aber. So, kleines Update jetzt zum Wetter. Es ist hier oben doch ganz schön windig, ganz schön kalt. Vielleicht sieht man hier was. Oi, 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 oi. Es kann was werden, du. Ich will da eigentlich. Machen wir nicht, machen wir nicht. Gehen wir erstmal rein, ein bisschen chillen. Und dann. Chillen, schauen wir weiter. So, wir sind jetzt hier gerade oben auf dem Berg. Viel Schnee, viel Wind, aber wir haben Spaß. Ist voll schön.
ist Schluss, ihr Kachbass. Als Nachmittagstraining machen wir jetzt eine schöne Runde Bounce. Kriegt ihr mal mein Point of View zu sehen von diesem Spiel. Natürlich mit Arschbolzen. Letzter Tag heute, hör Sebi. Heute letzter Tag. Kam jetzt ungefähr 11 Uhr. Kurz nach 10. Jetzt läuft aber der Lift. Und jetzt machen wir einen schönen letzten Tag, ha? Huh? 10 Meter gelaufen. Lüfte laufen immer noch nicht. Es ist unfassbar. Hier kommen gerade die News. Ich kann halt nicht mehr. Der Blutsauger. Ich kann nicht mehr. Ich hab kein Blut mehr. Die lassen wohl noch niemand rein. Ich kann nicht mehr. Willst du mir helfen? Ich bin auch kaputt. Hilf mir bitte. Ich bin selber kaputt. Hilf mir kaputt. Bitte. Bitte hilf mir. Ich bin auch kaputt. Ich hab kein Blut mehr. Oh Mann, Alter, das ist so eine die Ausrede. Alles doch ein bisschen anders gelaufen. Wir haben jetzt 17 Uhr am Donnerstag, 5. Tag. Von den 5 Tagen sind wir bloß 3 Snowboard gefahren. Das war ziemlich wack. Hier, Schrei, kommt Trainer, es packt auch schon fleißig. Naja, war es trotzdem Erfolg oder wie war es? So halb. Training war gut. Es war oft ein bisschen Arsch. Ne? Aber okay. Ja, na klar war es dann. Du trainiert hast, ja, ich dich verbessert, ja, schön ja, gefahren bist. Ja, ja, also alles. Wir fahren jetzt nach Hause, alles ist eingepackt. 5 Tage anstatt 6, 2 davon waren Down Days. Die Tage, wo wir oben waren, waren okay. Wie gesagt, man hätte ein bisschen mehr draus machen können, aber das Wetter hat nicht zugelassen. Von dem her, egal. Make it right.